Herzlich willkommen, Herr Cetin. Sie wollten eine Nasenkorrektur bei uns durchführen lassen, haben es auch durchgeführt. Wie war Ihr ganzer Ablauf bei uns? Erzählen Sie uns ganz kurz. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Kemal Cetin. Ich wohne in Zürich, bin seit letzter Woche Dienstag hier und operiert bin ich seit letzten Donnerstag. Und ehrlich gesagt, mir geht es ja ganz gut und ich habe meine Stirn gespritzt, meine Nasen operiert und dann hier habe ich einen Kinnimplant gemacht. Und alles ist gut gelaufen und ich bin sehr zufrieden und danke an Dr. Denis Kiczykaya und wirklich, also mir geht es wirklich sehr gut. Am zweiten Tag, ich könnte schon mal ausschnupfen und ich habe schon gedacht, oh, ich kann ja schon jetzt ausschnupfen und wenn das mal die Silikon, mal die Tampons mal weg sind und dann kann ich ja viel, viel besser. Also wirklich, besser es atmen. Ist ja viel besser. Ja. Also ich kann es sagen, nur der Wert, also die Wert von Operation und die Wert von Dr. Denis Kiczykaya ist wirklich sehr, sehr hoch und man muss das schon merken. Ja, sehr gut. Sie haben uns kontaktiert und Sie wurden auch vom Flughafen abgeholt. Können Sie auch ein bisschen ganz kurz von dem auch erzählen? Ja, also die Leute, also er hat das voll im Griff und dann man wird vom Flughafen abgeholt, man wird auch von nach der Operation von die Spital abgeholt, man wird hier in die Klinik gebracht und das wird behandelt, dann werden sie wieder zurückgeholt und dann wieder zurück nach Hotel gebracht. Also es ist wirklich es ist wirklich alles top, alles perfekt und man kann da fast nichts sagen und die Leute können das mal auch nachschauen, ob das auch überhaupt noch stimmt oder wir einfach da hier lügen oder so. Aber am Herr Dr. Denis Kiczykaya wirklich, man kann sagen, das ist alles top, wirklich alles perfekt. Genau. Und wir brauchen jetzt, heute hatten Sie einen letzten Kontrolltermin und wir bleiben ja auch weiterhin nach der OP in Kontakt. Und werden uns wahrscheinlich heute verabschieden. Ja, schade, schade. Sie aber heute ist letzter Tag und wie gesagt, also mir geht es ganz gut und dann man sieht ja auch, ich habe keine blauen irgendwo Flecken, gar nichts. Ja, und genau. Ich kann jetzt schon mal zurückgehen. Also es langt auch, wenn die Leute hier nur 7 Tage bleiben. Also ich bin hier ein bisschen noch länger geblieben, aber 7 Tage sollte es schon reichen für eine Operation. Ja. Mhm. Aber, herzlichen Dank für Ihre Erfahrungen und wir haben uns auch sehr gefreut, Sie kennenlernen zu dürfen. Und ja. Ja, also mich auch. Also ich bedanke mich herzlich auch am Herr Dr. Denis Kiczykaya und seinen Assistenten und seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen auch im Spital. Also das ganze Team ist wirklich top. Da kann man danke gar nichts sagen. Also wirklich. Danke vielmals. Dankeschön, ja. Dankeschön. Vielen Dank.